Relativ häufig stellt ihr mir in den Kommentaren die Frage, wann schneide ich meinen Flieder? Was mache ich mit dem ganzen Rückschnitt und wo schneide ich ihn überhaupt? Tja, das ist ganz einfach, denn der Flieder ist super unkompliziert. Drei Tricks habe ich aber für euch, wie es besonders einfach geht. Kommt einfach mal mit. Mein Name ist Horst, ich bin Gärtner und mein Schrebergarten, der ist mitten in Berlin-Charlottenburg. Tipp Nummer 1, der richtige Zeitpunkt. Und das ist jetzt echt wichtig, das solltet ihr euch merken, den Flieder schneidet man direkt nach der Blüte. Tja, warum? Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, man möchte verhindern, dass sich Samen bilden. Gerade bei kleinen Fliedern ist das wichtig, weil wenn sich Samen bilden, dann geht die ganze Kraft da rein. Und man will ja eigentlich, dass sie wachsen. Und der zweite Grund ist, der Flieder macht in diesem Jahr die Blüten, die Knospen, fürs nächste Jahr. Das heißt, wenn man den gleich nach der Blüte schneidet, hier, wenn er verblüht ist, dann hat er viel Zeit, um neue Knospen fürs nächste Jahr zu bilden. Würde ich ihn jetzt zum Beispiel, was ja viele auch fragen, im nächsten Frühjahr erst abschneiden, würde ich ihm alle Knospen absäbeln und er käme nicht zur Blüte. Tipp Nummer 2, wo schneide ich eigentlich? Also beim kleinen Flieder, ich zeige das jetzt mal hier exemplarisch an dem großen, ist es ganz wichtig, das Verblühte rauszuschneiden. Und es ist eigentlich ganz einfach. Der Flieder gibt es durch seine Wuchsform schon vor. Also hier zum Beispiel sieht man das. Das ist das Verblühte. Hier links und rechts kommen schon die neuen Triebe. Am Ende der neuen Triebe wird er im nächsten Jahr blühen. Und dazwischen schneide ich das Verblühte raus. So. Und dann gehe ich bei so einem Fliederchen einfach immer rundherum und schneide das ganze Verblühte raus. Dann macht er keine Samen und schöne Knospen fürs nächste Jahr. Bei einem großen Flieder ist es ein bisschen anders und das zeige ich euch gleich. Hier am Ansatz zwischen den beiden schneide ich ihn raus. Und beim großen Flieder, da geht's jetzt so richtig zur Sache. Da könnt ihr euch trauen, da könnt ihr richtig das Schneiden üben. Denn der Flieder, der verträgt und verzeiht einem alles. Der treibt dann nämlich wieder aus, egal wie weit man ihn runtergeschnitten hat. Und man möchte die Form des Flieders erhalten. Oftmals ist es ja notwendig, dass er einfach nur kleiner wird, weil er zu groß geworden ist. Aber die Form, die soll er behalten. Die entspricht seinem natürlichen Wuchs, seiner natürlichen Wuchsform. So, und deswegen gucke ich ihn mir so an und ich zeige euch jetzt mal ein paar Stellen, die ihr euch merken solltet. Und zwar hier, diese braunen Huppel. Hier sieht man überall so kleine braune Huppel und das sind die Stellen, an denen der Flieder auf jeden Fall wieder austreibt. Das heißt, egal wo, schneidet immer kurz über so einem braunen Huppel ab. So, und insgesamt wollt ihr natürlich Luft in den Strauch haben. Ihr wollt Licht in den Strauch haben und ich lege jetzt mal los. The first cut is the deepest, baby, I know. The first cut is the deepest. Und was ich auch rausschneide, was ganz wichtig ist, guckt euch das mal an, also ich will ja Luft und Licht reinhaben, sind welche, die so nach innen wachsen und von innen nur Dunkelheit in den Strauch bringen. Und die schneide ich ganz raus, also lasse ich keine Stumme stehen, sondern die schneide ich ganz raus bis an die Stelle, wo sie quasi gewachsen sind. Hier ist zum Beispiel einer, ist toll, der hat mir so eine Gabel und ich mache es nur dunkel und trocken. Halt, Schere richtig rumhalten. So, und jetzt einfach raus. Bumm. Ah, schon viel luftiger, viel leichter. So, und dann ab und zu mal zurücktreten, ob man die Form auch noch im Griff hat. Ja. Schütteln. Da in dem Bereich ist er dicht. Kommt noch was raus, da machen wir, ha, andersrum, der kann, ups, ganz raus, so, und der, Luft, Licht, und, sieht schon gut aus, oder? Ja, so von der Form sehr schön, so wie tanzende Äste.
Und oben mache ich ihn dann noch ein bisschen kürzer, aber erst später, weil ich will jetzt nichts rausschneiden, was ich da vielleicht später komplett rausschneide. Aber es kommt schon ein bisschen mehr Luft und Licht rein. Und da sind so ein paar Äste, die sich noch kreuzen. Und die schneide ich jetzt auch noch raus. Ja, das wird gut. Da. Genau so wollte ich es haben. Ja? Jetzt kommt Luft rein, jetzt kommt Licht rein. Und er sieht gar nicht so, ja, so klein gesäbelt und gemetzelt aus. Er hat jetzt die natürliche Form, die so ein Flieder haben möchte. Ja? Die Äste, die tanzen, die biegen sich nach außen. Da kreuzt sich jetzt nichts mehr. Das Trockene ist raus, das Verblühte ist weg. Es ist eine Kugelform und trotzdem ist es irgendwie nicht gestaucht. Es ist locker, es ist leicht. Und genau so wünscht sich ein Flieder das. Ein Flieder möchte genau so aussehen, wenn er zurückgeschnitten ist. Und im nächsten Jahr sieht er dann aus wie so ein großer Blumenstrauß in der Vase, wenn er dann blüht. Genau so wollte ich es haben. Und in meinem Tipp Nummer 3, da sage ich euch, wo ihr mit diesem ganzen Rückschnitt hin könnt. Ihr kennt das ja, da schneidet man beherzt vor sich hin und irgendwann steht man vor einem riesen Haufen Rückschnitt und fragt sich, oh Gott, wohin jetzt damit? Ich schmeiße ja überhaupt nichts weg, was aus meinem Garten kommt. Ihr kennt das, ich versuche alles wieder zu verwenden. Kostet ja auch nichts, ist doch super, wenn man da eine Verwendungsmöglichkeit findet. Und so ein Fliederast hier, so ein Zweig, so ein schöner, dicker, verzweigter Zweig, der dient als natürliche, landhausmäßige Tomatenstütze. Ich schneide mir den dann immer so ein bisschen zurecht. Das Grüne brauchen wir ja nicht mehr. So dass ich denke, okay, an diesen Zweigen will die Tomate sehr, sehr gerne lang wachsen. So, ich zeige euch jetzt mal in meinem Gemüsebeet hier, wie das dann aussieht. Das ist quasi alter Fliederrückschnitt. Den habe ich an so einen Holzpfahl festgebunden. Da können dann hier die Tomaten, die können dann da hochwachsen. Ja, so jetzt bin ich aber echt gespannt, was für ein Typ von Rückschnittsmensch seid ihr? Eher so ein bisschen, ja, sehr vorsichtig oder so forsch drauf, los, runter damit. Ja, das wird mich echt interessieren. Die meisten sind ja so ein bisschen zögerlich beim Zurückschneiden. Und wenn ihr, ja, wenn ihr noch ein Video von mir gucken wollt, dann schaut doch vielleicht einfach mal, ja, ich kann mich nicht entscheiden, am besten ihr guckt die ganze Playlist. So. Ist fest. Sieht gut aus.